Hallo Freunde der Aquarellmalerei. Ich möchte mit euch heute was testen, was ich schon länger hier habe. Und zwar einen Malkasten mit Perlmuttfarben von Action. Der kostete 2 Euro, 1 Euro, irgendwas, 2 Euro, irgendwas. Nicht teuer. Mit, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 9, 18, 21 Farben. Und die haben einen ziemlich hübschen Perlschimmer. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie überhaupt so rüberkommt. Aber wunderschöne Farben. Und ich bin mal gespannt, wie denn diese Farben letztendlich aussehen. Auf dem Papier. Ich habe mir hier jetzt einfach mal irgendwie eine Malvorlage ausgedruckt, ein Einhorn. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen, ja, einfach mal testen, wie denn die Farben so rüberkommen auf dem Papier. Ich habe mich jetzt einfach mal fürs Einhorn entschieden, weil da kann ich eben recht viele Regenbogenfarben auch unterbringen. Und von daher fangen wir da jetzt einfach mal an. Interessanterweise fühlen sich diese Farben sehr glatt an, wenn man da mit dem Pinsel drüber geht. Glatt und sie wirken schleimig. Und bisher kann ich auch noch nicht so viel Farbe erkennen. Zumindest nicht. Ich bin gar nicht im Bild. Hier unten bei diesem Beige. Naja, machen wir erstmal eine andere Farbe. Mal was knalligeres. Bisschen rot. Okay, hier sieht man wenigstens, dass die Farbe auch aufgenommen wird vom Pinsel. Und dann malen wir jetzt mal hier herum diese Strähne aus. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Meister, was jetzt das Malen mit Aquarellfarben betrifft, mit Wassermalfarben. Also nicht wundern, falls ich irgendwie da gewisse Techniken falsch mache, beziehungsweise eigentlich gar keine Technik habe, mehr oder weniger. Das wirkt alles irgendwie etwas schleimig. So, dann nehmen wir mal für den hinteren Teil Orange hier. Ja, da hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen und hätte vorher vielleicht den Pinsel mal sauber machen sollen. Na, okay, ich vermute mal, da muss ich mal ganz kurz die Farbe säubern. Nochmal rein ins Wasser. Und nächster Versuch mit dem Gelb. Man muss aber auch dazu sagen, sonderlich dick sind die Farben jetzt nicht im Gehäuse drinnen. Das sind maximal, würde ich mal tippen, 3 mm. Und ich glaube, die normalen Wassermalfarben haben ja gute 5 mm oder so. Hier auch das Gelb wieder etwas dezenter. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal. Fangen wir mal an mit dem Horn. Das Horn machen wir mal ein wenig grün. Auch hier muss man sagen, dass das Grün wieder sehr sanft wirkt, sagen wir es mal so. Machen wir mal dickeres Grün. Nicht dickeres Grün, dunkleres Grün meine ich natürlich. Ja, man merkt, das dunklere Grün ist gleich um einiges intensiver.
Oh, dann gehen wir noch mal auf das hellere Grün. So, was haben wir dann noch? Ich werde wahrscheinlich hier sowieso nicht alle Farben ausprobieren können. Ich versuche jetzt hier einfach mal grob die wichtigsten Farben zu testen. So, jetzt nehmen wir mal das Dunkelblau hier. Und versuchen das hier mal ein bisschen mit einzuarbeiten. Und es ist mir jetzt eigentlich ja relativ wurscht, wie gesagt, wie denn das Bild letztendlich aussieht. Das landet sowieso im Müll. Mir geht es ja primär einfach nur mal um die Farben selbst. Ja, und Farben. Auch hier wieder sehr, sehr sanft, sehr dünn nur. So, dann nehmen wir mal das etwas hellere Pink noch, das wahrscheinlich schon fast ein bisschen ins Rosane reingeht. Ja, und da merkt man auch, dass hier ist nochmal eine komplett andere Liga. Also das ist hier sehr, sehr, sehr oberflächlich. Also sehr, sehr blass. Dann haben wir hier noch so ein schönes Aprikot. Und ich fürchte aber fast, dass das hier ähnlich werden könnte wie dieses Champagnerfarbene am Anfang. Nämlich viel zu blass. Ja gut, es geht. So, die letzte Strähne machen wir jetzt einmal mal braun. Passt zwar hinten und vorne nicht zusammen, aber why not? Okay, das Braun ist vergleichsweise auch wieder kräftiger. Ausbessern. Gut, dann probiere ich jetzt mal ein bisschen die Linien nachzufahren mit der schwarzen Farbe. Da bin ich jetzt sehr gespannt, inwieweit die schwarze Farbe. Okay, ja. Merkt man, die schwarze Farbe ist einiges intensiver als die anderen Farben. Der schaut so schlimm aus. Und dann möchte ich noch eine letzte Farbe testen, beziehungsweise zwei möchte ich noch testen. Dunkelgrau und hellgrau. Fange ich erstmal mit Dunkelgrau an. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich versuche hier einfach mal ein bisschen die Sternchen nachzumalen. Gut, klappt es natürlich weniger gut. Aber wie man hier sehen kann, Dunkelgrau sieht man auf jeden Fall auch. Und Hellgrau. Ja, auch hellgrau sieht man. So. Ich versuche jetzt mal ein bisschen
euch, das Bild näher hochzuhalten und mal ein bisschen langsam drüber zu gehen, dass ihr das mal sehen könnt, wie die Farben so sind. Also ich muss sagen, die sind von der Intensität her okay. Sie sind jetzt nicht sehr stark, aber sie sind trotzdem schön, finde ich. Und der Perlmutt-Effekt kommt rüber. Also stelle ich mir vor allem sehr schön vor, auch beim Ostereier dekorieren. Und ja, war auf jeden Fall meiner Meinung nach die 1 Euro, 2 Euro irgendwas wert. Und ja, das war es jetzt eigentlich mit einem kurzen Test von dem Malkasten. Ich sag danke fürs Zusehen und ja, genau, bis zum nächsten Mal. Und ganz kurz final, was noch zu sagen ist, was mir halt auch aufgefallen ist, natürlich je dunkler die Farbe, desto intensiver ist es. Das Schwarz hier immer sehr gut war, während zum Beispiel dieses Creme-Champagner-Farbene eher ein bisschen bescheiden war. Genau. Also und jetzt aber tatsächlich schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.